Charles Julius Guiteau wurde am 8. September 1841 im US-Bundesstaat Illinois als eines von sechs Kindern geboren. Drei seiner Geschwister starben noch bevor sie erwachsen wurden. Er wurde von seinem Vater, einem Hugenotten, streng religiös erzogen. Geisteskrankheiten waren keine Seltenheit in der Familie. Guiteau hatte nie einen festen Job, zwar arbeitete er als Anwalt, Schuldeneintreiber und Prediger, jedoch lebte er vor allem vom Erbe seines Großvaters. Er war mehrfach Mitglied verschiedener christlicher, teils sektenartiger Glaubensgemeinschaften. Er versuchte irgendwann mit einer Hacke erfolglos seine Schwester zu ermorden. 1880 schrieb er einen Artikel zugunsten des Präsidentschaftskandidaten James A. Garfield. Als dieser schließlich Präsident wurde, gab Guiteau ungefragt brieflich Ratschläge. Zudem begann er Forderungen zu stellen. Er wollte Botschafter im Ausland oder auch Generalkonsul in Paris werden. Doch all seine Briefe blieben unbeantwortet. Sein geistiger Gesundheitszustand war den Verantwortlichen schon bekannt. Am 2. Juli 1881 am Pennsylvania Station in Washington D.C. wollte der Präsident mit seinen zwei Söhnen in die Ferien fahren. Guiteau betrat den Bahnsteig und gab zwei Schüsse ab. Garfield wurde am Arm und im Rücken getroffen und brach zusammen. Guiteau floh und veröffentlichte eine Schrift, in der er sich zum Werkzeug Gottes aufspielte und behauptete, das Volk von einem Schädling befreit zu haben. Er glaubte wohl tatsächlich, nun selbst Präsident werden zu können. Kurz darauf wurde er verhaftet. Zwar konnten Ärzte Garfield zunächst retten, aber am 19. September 1881 starb er an einer Wundvergiftung. Guiteau wurde vor allem wegen seiner Geschichte als geistesgestört eingestuft und dennoch als zurechnungsfähig befunden. Obwohl Ärzte und Kriminologen vor Gericht die Unzurechnungsfähigkeit betonten, befanden die Geschworenen unter Druck der Öffentlichkeit den Angeklagten für schuldig. Das Urteil: die Todesstrafe. Am 30. Juni 1882 sank Guiteau unter dem Galgen, bevor das Urteil vollstreckt wurde. Die anschließende Untersuchung des Gehirns ergab schwere Schäden und degenerative Veränderungen, was eine Unzurechnungsfähigkeit sehr nahelegte.